Moin, moin. Daniel, hast du es, den Vlog anzufangen? Ja, ich wusste nicht mehr, wo ich anfangen soll zu erklären, weil die Aufnahmen, die ihr gerade gesehen habt, das war hier die Drohnenaufnahme und dann die Fahrt in dem Pickup, wo wir hinten drauf saßen, das war alles in einer anderen Unterkunft und ja, wir sind jetzt schon wieder ganz woanders. Wir sind am Meer. Ja, war doch super. Ja, super. Falls ihr den letzten Vlog nicht gesehen habt, dann verlinken wir den hier natürlich. Genau, verlinken wir den. Das war nämlich so eine Eco-Unterkunft, bei der wir waren, die super viel auf Nachhaltigkeit geachtet haben. Entweder was die Materialien angeht, mit denen sie das gebaut haben. Es war mega in der Natur. Es war auf einem Farmerland, wo der Farmer nur Biogemüse komplett anbaut. Veganes Essen hatten die da. Alles selbst gemacht. Das Ganze in so einer Art Safari-Zelt. Einmal am Fluss und einmal auf dem Berg. Also guckt euch den Vlog einfach mal an. Das sind auch richtig gute Drohnenaufnahmen, glaube ich. Wir hatten halt zwei verschiedene Spots, wo man übernachten konnte. Wir haben zwei Nächte in der River Lodge übernachtet. Da haben wir einen ganzen Vlog draus gemacht und eine Nacht nur dann in den Bergen. Und wir sind halt nachmittags um 5 oder so erst angekommen. Und deswegen haben wir dann keinen großen Vlog draus gemacht, weil wir das genießen wollten. Ja. Deswegen haben wir euch jetzt die kurz gezeigt und sind wieder am Meer. Ja, wir sind nämlich gerade genau hier. Ja, und wer sieht, ihr seht es ja alle eigentlich, weil die Route ist ja eingezeichnet auf der Karte. Ja. Wir sind wieder da, wo die Reise angefangen hat. Ja. Ein bisschen weiter südlich, keine Ahnung, 10 Kilometer weiter südlich, der letzte Ort auf unserer Reise. Die letzten Tage sind jetzt aber nicht das letzte Video, es kommt noch eins. Genau. Wir haben nämlich noch was vor. Hä? Ach ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall, Wir sind am Meer. Ja, wir haben jetzt gerade aus einer Unterkunft ausgecheckt. Ja. Also wir sind jetzt noch 3 oder 4 Tage hier an diesem Ort. Wir haben gerade 2 Nächte verbracht an der Unterkunft, die hier vorne ist. Ja, die jetzt haben wir euch aber nicht gezeigt, weil wir euch die auch nicht empfehlen würden. Nee, genau. Die war viel zu überteuert, völlig lieblos von einem nicht sehr sympathischen Airbnb-Menschen. Sagen wir mal so, der Gastgeber hat seine eigenen Vorstellungen, wer hier typisch auf der Insel zu leben hat, wenn nicht. So, und deswegen ziehen wir jetzt gerade um in eine andere Unterkunft, in die wir aber noch nicht rein dürfen, weswegen unsere Backpacks da stehen. Sind wir gerade gestrandet. Wortwitz. Ja, wortwörtlich, ne? Ja, gestrandet. Ist gar nicht mal ein Witz, ist purer Ernst. Ja gut, aber es gibt schlimmere Orte, um auf die nächste Unterkunft. Guck mal, die Farbe des Wassers an. Hier, nimm mal mit. Nimm mal mit. Komm mal her. Ja, ihr merkt, wir haben nicht so viel Struktur für diesen Vlog. Wollten euch einfach nur hier einmal das Meer zeigen nochmal. Ja, also was ihr in diesem Vlog noch sehen werdet, das teaser ich einfach mal an, dass wir alle bis zum Ende gucken. Den schönsten Strand auf der Insel. Also für uns den schönsten Strand auf der Insel. Ja. Der ist hier direkt ums Eck. Der ist auch schön, aber der schönste ist da hinten um die Kurve. Ja, also das ist hier das Wasser. Wir gehen gleich rüber in die nächste Unterkunft. Dann holen wir uns was zu essen in der Stadt nebenan, wo wir angekommen sind. Und dann, keine Ahnung, gehen wir nochmal an den Strand, ne? Oder so. Ey, ihr merkt, spannender Vlog, das wird eher so ein Chillo-Vlog, wir merken auch voll generell, dass so das Jahr zu Ende geht. Die Reise langsam zu Ende geht. Deswegen unternehmen wir auch gar nicht mehr so viel, aber werden eher so ein bisschen gechillt. Aber haben wir Bock, euch heute einfach mal so mitzunehmen? Ja, genau. Mal nichts Spektakuläres, einfach mal so, kommt mal mit. Genau, so 4 Minuten sind schon gelabert, können wir eigentlich schon Outro-Time gleich wieder und, machen. Und, das verrate ich jetzt noch nicht. Achso. Das ist für dich krass, glaube ich, aber nicht für die anderen. Egal, kommen wir gleich zu. Ja, dann schnappen wir uns. Kommt die Flut. So, wir schnappen uns jetzt die Backpacks und ich glaube, wir können jetzt rüber, oder? 1 Uhr. Wir checken jetzt mal aus dem Strand aus und in das Apartment ein. Okay, nimmst du die Sachen? Sofort. Unser Lager. Hier ist nicht unsere Unterkunft hier übrigens gewesen. Die hier. Also nicht. Das im letzten Video waren übrigens die letzten Aufnahmen von Lenny, weil wir sind hier ziemlich nah am Flughafen. Warte. Ja, Lenny muss hier leider drin bleiben. Deine Flipflops sind noch da unten. Ah! Aua! Oh, jetzt merke ich es an den Füßen auch. Das Ding ist nur 600 Meter weiter. Das ist schon so völlig fertig. Die Luftfeuchtigkeit ist so krass hier gerade. Einfach also krasser im Dezember auf jeden Fall als im November. Das hatten wir sowieso schon gehört. Aber das ist echt heftig. Gucken wir, wo lang. Das nicht, dass wir es auf den 600 Metern verlaufen haben. 2 Minuten zu Fuß noch. Schaffen wir. Go.
Okay, das empfehlen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Bin ich auch hier drauf? So viel schöneres Zimmer. Ich glaube, wir haben ein, zwei Handyfotos von dem alten gezeigt. Das zeigen, also von dem anderen Zimmer, das zeigen wir euch mal jetzt. Und so sieht das aus. Ja, hier fühlt man sich auf jeden Fall direkt zu Hause. Hier so Bananen und Obst hingelegt. Hier hat sie gesagt, ja, ich habe euch noch frisches Wasser besorgt und so, richtig süß. Ist auch teuer, aber günstiger haben wir es generell in dieser Gegend, bei Blue Bay. Das ist günstiger als das andere sogar. Echt? Ja. Also Blue Bay generell, das ist ein touristischer Highlight sozusagen, weil das so ein Marine Park ist mit so einer Bucht und einem Strand und wo es gut zum Schnorcheln ist. Und das ist generell so eine Gegend, wo halt so ein bisschen größere, teurere Häuser ja, stehen. Ja. Und deswegen ist es auch ein bisschen teurer hier. Und weil das hier halt ein bisschen touristischer ist, sind hier auch viele Restaurants und so, die alle ein bisschen teurer sind. Ja, als das ist so witzig. Wir fahren jetzt extra zum Essen, fahren wir in die Stadt, nach Mabu. Ja. Und die Fahrt in die Stadt, wieder zurück, plus das Essen, was wir da haben, ist günstiger als ein Gericht hier. Ja, wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt und ja, es gibt hier zwar Bushaltestellen, aber eigentlich hält hier jeder den Bus an, wo er möchte und wo er gerade steht. Eigentlich sind die Haltestellen völlig überflüssig. Ja, eigentlich schon. Deswegen gehen wir schon mal Richtung Stadt und warten, bis ein Bus kommt. Kommt da einer? Nee. Da kommt ein Bus! So, Daniel sieht den Bus, geht keinen Meter weiter. Das war hier der Laden, wo wir auch an den allerersten Tagen hier waren. Ja, das ist aber ungelogen, ist jetzt ja das Ende der Reise und das ist das zweitbeste Roti auf der Insel hier, was wir hatten. Das Beste, das ist mitten in den Bergen, irgendwie in der Nähe von Chamarell. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr auf den Blog gucken. Verlinken wir hier. Aber das hier ist richtig, richtig gut. Jetzt wollten wir hier noch ein paar Mitbringsel für die Familie mitnehmen. Und da wären wir beim Rum. Das war der spannende Städtetrip nach Mabu mit Anja und Daniel. Essen und rumholen. Ein bisschen rumfahren. Jetzt zeigen wir euch mal, wie es hier vorne aussieht, auf der anderen Seite von der Unterkunft. Ja, Punkt. Das ist mega cool. Die haben einfach so zwei Kanus bei sich draußen stehen, die kann man sich ausleihen und kann hier an der ganzen Küste rumfahren. Hier ist gerade Sonnenuntergang und das ist also unserer Meinung nach der schönste Strand hier auf der Insel. Das ist, wie heißt der Strand? Point des Nies. Point des Nies. Das ist richtig geil gerade hier. Die Farben sind so schön. Vielleicht könnt ihr einmal kurz sagen, ob hier unten drunter Fische gerade sind. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's raining down, baby. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters and throw our problems in the flame. Throw our problems in the flame. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? Ja, und dann am Ende, das haben wir eben nicht mehr gefilmt, weil es zu dunkel war. Wir haben fast die Unterkunft nicht mehr gefunden. Ach ja. Dann saßen wir mitten auf dem... Wir haben es natürlich nur deswegen nicht gefilmt, weil es zu dunkel war. Dann saßen wir mitten auf dem Meer mit dem Handy und MatchMe und... haben Google Maps angemacht, wo ist hier die Unterkunft? Das muss so bescheuert ausgesehen haben. Genau, ja, wir gehen jetzt nur noch essen, viel passiert also nicht mehr und deswegen machen wir jetzt einfach mal die Outro-Time. Ja. Outro-Time, okay. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren.
Hier kommt ihr zur gesamten Mauritius Playlist, alle Videos. Und hier kommt ihr zum nächsten Video vor mit der Tour zur Insel hier. Und unten im Link alle Infos, Route, Kosten und so weiter zu unserer Route, ne? Ciao.